Herzlich willkommen bei Retro Cave. Vielen Dank fürs Einschalten. Im heutigen Video wird es um den Targa 486DX33 hier gehen. Wir werden uns dessen Geschwindigkeitsoptionen anschauen und ich werde erklären, warum wir hier quasi 4 bis 5 Retro-Computer in einem haben. Weiterhin werfen wir einen Blick auf Configsys, AutoExecBud, DOS-Shell, Startdisketten, Soundoptionen und Windows 3.1. Und zum Abschluss gibt es noch was Besonderes. Okay, wir sind ja hier im BIOS und das hier sind die beiden Eintragungen für den internen Cache und den externen Cache. Die kann man an- und ausschalten und zusammen mit dem Turbo-Knopf hier kann man damit die Geschwindigkeit des Computers regeln und dadurch, ja, sagen wir mal 4 bis 5 Retro-Computer auf einmal einstellen. Okay, sonst ist eigentlich hier nichts weiter im BIOS. Also starten wir ihn einfach mal hoch und fangen damit mal an. Wie ihr seht, ist in dem Computer eine V7 Mirage ISA Grafikkarte verbaut. Und es hat auch seinen ganz besonderen Grund, warum die Grafikkarte hier eine ISA ist und keine VLB, so Weser Local Bus, was dieses Board hier auch machen würde. Aber dazu kommen wir später mehr. Hier sieht man das Roland Rack, das an den Computer angeschlossen ist, hinten im Eck. Da mache ich später noch Licht hin, dass man das besser sieht. Dann hat der Computer hier 2 Diskettenlaufwerke, 1 CD-ROM, also quasi Standardausstattung aus seiner Zeit. Okay, hier haben wir ja noch ein Flackern im Bild. Das kommt daher, dass der Computer, also der Monitor, fast mit 90 Hertz läuft und die Kamera nur mit 70 Hertz filmt. Das stellen wir jetzt mal ein. Das ist, wie gesagt, nur eine Kamerageschichte. Hier in der DOS-Shell sieht man es eigentlich noch sehr gut. Und voilà, Flackern ist beseitigt. Jo, dann sind wir schon in der DOS-Shell. Dann schauen wir uns die mal etwas genauer an. Hier sind Spiele. Das hier sind MechWarrior, Battletech. Dann haben wir Comanche, diese Hubschrauber-Simulation, die damals total in war. Das ist Schwarze Auge, DSA. Eye of the Beholder sehe ich hier. Das ist Gateway to the Savage Frontier hier. Das ist ein AD&D, Dungeons & Dragons Spiel. Schweif ist das Sternschweif, Schwarze Auge wieder. Serpent Isle, hier ist Ultima 7 Teil 2. Dann haben wir natürlich auch Ultima 7 und Ultima 6. Ultima Underworld Teil 2. Waste ist Wasteland, das ist die Uralt-Version. Dann haben wir Wing Commander 1 und 2. World of Xeen und zu guter Letzt noch X-Wing. Okay. Wir fangen mal mit den Geschwindigkeitstests hier an. Ich zeige euch mal, warum ich behaupte, dass man hier mehrere PCs in einem hat. Das hier ist die volle Geschwindigkeit des PCs. Wie ihr seht, ist genau wie es sein soll. Wir haben die Geschwindigkeit eines 486DX33. Ist ja auch einer. So, wenn wir hier auf 16 drücken, haben wir nicht 16, sondern 18. Aber ist egal. Es ist auf jeden Fall in etwa die Hälfte des 386DX33. Das ist schon mal nicht schlecht. Also das ist schon mal gut langsam. Und einige Spiele brauchen auch genau so etwas. Okay, was es über den PC noch zu wissen gibt, ist, wir haben auch insgesamt 3 Sound-Musik-Optionen. Wir haben 2 interne Soundkarten und ein externes Roland-Rack, habe ich ja schon am Anfang kurz erwähnt. Ich möchte euch jetzt noch kurz die Geschwindigkeiten hier in einem Spiel zeigen, damit man das besser vergleichen kann, und zwar in Wing Commander. Was man jetzt hört, ist übrigens die interne Soundkarte Maestro M32 und wie ihr seht, wir haben 100 Hertz, also absolut flimmerfrei. Ich bin mal etwas ruhig. Also wie ihr seht, läuft gut, läuft schnell. Das ist jetzt die volle Geschwindigkeit. Jetzt passt mal auf, wenn ich den Turbo drücke. Ich sehe die Asteroiden, ne? Macht richtig was aus. Wieder schnell. Und nochmal langsam. Also ich kann euch jetzt verraten, dass die Geschwindigkeit, die volle Geschwindigkeit hier für das Spiel also viel zu schnell ist. Also es ist quasi nicht spielbar. Während die Nicht-Turbo-Geschwindigkeit mir persönlich zu langsam ist. Jetzt machen wir mal weiter. Wir schalten jetzt mal den internen CPU-Cache einfach mal aus. Turbo-Knopf ist an, interner CPU-Cache ist aus. Und dann schauen wir mal, was unsere Geschwindigkeitsmessung jetzt sagt. Hier sind wir auch schon.
Benchmark. Voilà. Diese 25,1, das ist fast genau die Geschwindigkeit eines 386 DX25. Wie ihr seht, Turbo-Knopf macht jetzt hier nichts mehr. Aber diese Geschwindigkeit, die ist genial. Mit dieser Geschwindigkeit trefft ihr die genau die Geschwindigkeit vieler Spiele, auf die diese ausgelegt sind. Insbesondere solche älteren Spiele wie Wing Commander 1, Ultima und Ultima 6 und so weiter. Okay, wir schauen uns jetzt nochmal Wing Commander an. Und zwar mit dieser Geschwindigkeit. Ich habe auch gerade eben die Soundausgabe auf das externe Roland umgestellt. Und einfach mal, dass wir auch einen Soundvergleich haben. Ja. Gut, Ding braucht eben noch Weile damals, ne? So, und jetzt hört mal genau hin. Hier. Hört ihr das? Was? Ich auch nicht. Ja, warum? Irgendwas ist faul. Ganz einfach, kein Problem. Es ist alles richtig angeschlossen. Das Roland sollte funktionieren, tut es aber nicht. Und zwar ist das auch etwas, was ich zeigen wollte. Bei diesem Wing Commander und auch einigen anderen Spielen braucht man etwas, das heißt Intelligent MIDI. Da kann man entweder eine interne Karte holen. So eine habe ich im 386er da daneben dran stehen. Aber die kostet inzwischen doch richtig Geld. Oder es gibt eine geniale Softwarelösung, diese Soft-MPU, das wir eben kurz in der Kommandozeile gesehen haben und das ich eben durch Entfernen des RAM-Befehls freigeschaltet habe. Jetzt müssen wir das noch einmal neu starten. Und dann testen wir Wing Commander einfach nochmal. Das war etwas tricky. Ich dachte damals, ja, warum geht das nicht? Bis ich dann eben gelernt habe, ah, du brauchst Intelligent MIDI. Mich da eingelesen habe, das gebaut habe und so weiter und so weiter. Ihr seht, ist auch das Flimmern wieder da, aber das ist jetzt schon mal besser und wenn wir im Spiel sind, haben wir wieder die 100 Hertz, dann ist das Flimmern weg. Das ist eben die Kamera, die flimmert, klar. Wie ihr seht, jetzt blinkt auch schon unser Roland, das heißt, diesmal wird er auch tatsächlich angesprochen. Okay, jetzt bin ich aber ruhig. Jetzt hören wir mal Roland Sound. Klingt einfach geil. Das hier ist meine Lieblingsgeschwindigkeit für Wing Commander. Gibt es auch einige im Internet, wo ich auch YouTube-Videos, wo man schauen kann, wo diese Geschwindigkeit ist eigentlich, die ist wirklich optimal. Für mich ist es die perfekte Wing Commander-Geschwindigkeit. Zumindest für den ersten. Im zweiten Teil, nur ganz kurz, ist für mich die perfekte Geschwindigkeit der 386 DX33, der nebendran steht. Okay, jetzt haben wir bisher zwei Soundoptionen und drei Geschwindigkeiten gesehen. Jetzt schalten wir mal beide Caches aus und schauen, welche Geschwindigkeit wir jetzt haben. Das cutte ich da immer ein bisschen, dass nicht zu lange wird. Ah ja, was ich jetzt hier noch mache, ist, damit wir nicht ständig das Flackern in der Kamera haben, schalte ich mal den Speer High Frequency Mode einfach aus. Dann haben wir ganz normal 70 Hertz unter DOS. Das haben 95% aller Grafikkarten. Und nur die allerwenigsten, also wenige Karten können überhaupt mehr und für die allerwenigsten bekommt man heute noch Treiber, die das können. Also das könnt ihr mir glauben, ich habe da viel versucht und viel gesucht, bis ich das hier hatte. Okay, wir sind wieder in unserem Benchmark und wir haben 12,8. Das ist schon richtig tief. Ich zeige nur mal schnell, ihr seht den Turbo, der macht hier nichts mehr. Das ist jetzt irgendwie was der Turbo regelt, das haben wir jetzt auch alles ausgeschaltet und noch mehr. Sind jetzt schon ziemlich tief und gehen schon in Richtung 286er. Aber wir sind noch nicht am Ende. Wir haben noch eine Option, die möchte ich auch noch zeigen. Diesmal schalten wir den internen Cache an und den externen lassen wir einfach aus. Das ist jetzt auch noch interessant, finde ich. Hier sind wir.
Ah ja, das hier zeige ich noch kurz. Hier seht ihr den Soft-MPU. Dadurch, dass wir jetzt den Speer ausgeschaltet haben, kann man jetzt das Boot-Up hier besser sehen. Und das ist dieser Soft-MPU, der hier geladen wurde. Das braucht man für Intelligent MIDI. Aber jetzt nochmal zu den Geschwindigkeiten. Das Interessante ist, wir haben jetzt volle Geschwindigkeit mit Turbo. Aber passt mal auf. Turbo raus. Krass, ne? Und wir haben jetzt auf einmal nur noch 9,8. Blamier ich mich jetzt? Nee, ist ein Siebtel, ne? Ein Siebtel der normalen Geschwindigkeit. Wir sind jetzt richtig unten. Wir sind jetzt richtig im 286er Bereich. Also wenn jetzt ein Spiel wirklich einen langsamen PC braucht, dieser 486er, der covert das einfach mal alles. Jo, ich denke ganz lustig, noch einmal Wing Commander hier zu laden und uns das einmal anzuschauen, dass wir auch einfach den Vergleich haben. Dauert jetzt natürlich kurz. Aber das hier können wir skippen. Ich möchte die Anfangsszene sehen. Was für eine Zeitlupe, ne? Wahnsinn. Aber, wie ihr sehen könnt, 5 Geschwindigkeiten unter einer Haube. Das ist schon... Dann passt mal auf, das ist geil. Volle Geschwindigkeit. Gar keine Geschwindigkeit. Jetzt hat der Turbo-Knopf mal wirklich seinen Namen verdient, ne? Okay. Hier habe ich noch ein Beispiel. Das ist auch eins meiner Lieblingsspiele, das Ultima 6 hier. Das hier ist jetzt volle Geschwindigkeit, also viel zu schnell. Hört ihr den PC-Speaker? Verändert sich auch, ne? Das ist jetzt langsam. Gut, das hier ist jetzt spielbar, aber wie bei Wing Commander würde ich es etwas schneller bevorzugen. So diese 386 DX25 Geschwindigkeit, die wir hier auch einstellen können, also die würde mir auch für dieses Spiel hier am besten gefallen. Okay, ich glaube, das ist mal genug zu den Geschwindigkeiten. Ich schalte mal alles wieder ein. Auf meinem Kanal wird es dazu auf jeden Fall demnächst noch mehr geben. Wir schauen uns auch noch verschiedene andere Computer an und sehen, welche Geschwindigkeiten diese abdecken können. Wenn euch so etwas interessiert, einfach abonnieren, Glocke anschalten, dann bekommt ihr Bescheid, wenn es was Neues gibt. Okay, wir schauen uns jetzt mal die Config-Sys-Datei an. Vor allem das hier, da habe ich einige Fragen dazu bekommen. Wir haben hier ja die Möglichkeit, Programme in den hohen Arbeitsspeicher zu laden. Und dazu braucht man diese drei Einträge, die ich gerade gezeigt habe. So, und dann können wir nämlich hier mit Device, ist der niederen Arbeitsspeicher, oder mit Device High, können wir das in den Upper Memory laden und so wertvollen Speicher freimachen. Wir brauchen dazu, ja, wir brauchen dazu nicht unbedingt, aber diese Zeile hat auch sehr viel mit Speicher zu tun. Das ist der EMM386 Speichermanager. Ich zeige hier nochmal gerade, da kann man auch, wenn man 1 oder 2 Megabyte nur möchte, kann man das einstellen. Dann gibt es noch die No-EMS-Funktion. Da hat man dann am meisten konventionellen Arbeitsspeicher frei mit der. Aber man hat dann XMS-Speicher und nicht mehr EMS-Speicher. Und es gibt Spiele, die benötigen XMS und es gibt Spiele, die benötigen EMS. Also das ist immer ein Rumjonglieren, was man gerade eben spielen will. Man kann da Boot-Menüs erstellen. Aber ja, meistens tippe ich das gerade mal schnell ein, was gebraucht wird. Die letzte Zeile hier, die brauchen wir später. Das ist die zweite Soundkarte, die eingebaut ist. Das sind die Treiber dafür. Die können natürlich nicht zur gleichen Zeit laden, sonst stürzt die ganze Kiste ab. Auto-Exec-Bat, erste Zeile ist Z-Blaster, das hier ist das Smart Drive, das ist ein Festplattenbeschleunigungsprogramm, das auch empfehlenswert ist. Das ist der CD-ROM-Treiber, die CD-ROM-Line. Unten drunter, das ist auch eine Pro Audio, das ist auch die Zeile für eine zweite Soundkarte. Okay, was ich jetzt noch mache, ich schalte jetzt das Soft-MPU wieder aus, mit Roland sind wir erstmal fertig mit Wing Commander. Das hier ist noch wichtig, LH bedeutet hoher Arbeitsspeicher, also hoher DOS-Memory, und wenn ihr das LH wegmacht, dann nehmt ihr euch Platz weg für Spiele zu starten. Okay, fangen wir mal mit noch was an. Und zwar zeige ich euch mal ein sehr störrisches Spiel, wo ich als Kind echt mit gehadert habe, bis ich das zum Laufen gebracht habe das erste Mal und echt am Verzweifeln teilweise war.
Wie ihr seht, wenn ihr das starten wollt, das will nicht, weil das kommt nicht mit dem EMM 386 Manager zusammen. Wir haben zwar sehr viel Speicher frei, wir haben Speicher ohne Ende, aber das Spiel, das mag einfach den EMM nicht. Das hier ist ein Programm, das habe ich in meinem vorherigen Video auch mal gezeigt. Damit kann man Speicher frei machen und auch Speicher verändern. Man kann EMS, XMS umschalten. Das bringt aber nichts hier, weil das Programm MemMaker braucht zwingend den EMM 386 hier. Was wir jetzt tun müssen, ist den auf jeden Fall ausschalten, sonst haben wir keine Chance. Also Ultimas laufen einfach mit dem Programm nicht, die Ultima 7 Serie. Okay, wie ihr jetzt seht, haben wir jetzt auf einmal nur noch 519K frei. Von 605 waren es eben. Ne? Aber jetzt müsste ja eigentlich laufen, würde man meinen. Aber natürlich, nächstes Problem, jetzt will es auf einmal wesentlich mehr Speicher, als wir jetzt noch zur Verfügung haben. Also was machen wir jetzt? Also damals hat man sich dann beholfen, also entweder baut man jetzt die Dateien manuell um, weil ein automatisches Programm gibt es jetzt nicht mehr, oder man schreibt sich so eine Startdiskette, wie ich gerade eben zeige. Wie man die genau erstellt, machen wir auch mal ein Video mit, wenn Bedarf besteht. Ich zeige jetzt nur mal kurz, was da drauf ist. Wie ihr seht, das ist die ConfigSys da drauf. Die ist total Minimum, da ist kein CD-ROM-Treiber. Brauchen wir ja nicht, das Spiel hat keine CD, die es beim Spielen braucht. Okay, AutoExecBot auch noch kurz. Auch nur das Nötigste drin, wobei da doch ziemlich viel nötig ist. Ah ja, genau. Das hier mache ich weg, weil wir wollen jetzt nicht, dass eins dieser Spiele von alleine startet. Wir wollen einfach mal... ich möchte das ganz selbst machen. Okay, das war's auch schon. Jetzt starten wir neu und lassen quasi die Startdiskette im Laufwerk. Das dauert jetzt auch eine Weile, weil Booten von der Diskette einfach wesentlich langsamer ist, als die Festplatte läuft. Okay, wie ihr seht, greift er jetzt auch immer schön auf die Festplatte zu. Und lädt immer, also quasi das Ganze, die ganzen Booteinstellungen kommen jetzt auch direkt von der Festplatte. Schauen wir mal, was wir jetzt haben. Ah, das Flackern ist jetzt leider auch zurück. Hier ist nämlich der High Frequency Mode noch installiert. Ah, wie ihr seht, 583K sind jetzt frei. Wenn wir uns erinnern, der wollte ja irgendwas mit den 550 haben. Also probieren wir es jetzt einfach noch einmal. Ah, Roland blinkt. Schon mal grün, das ist ein gutes Zeichen. Anscheinend haben wir jetzt alle Anforderungen unserer kleinen Diva hier erfüllt. Und sie will laufen. Ah. Schön. Das ist eigentlich auch ein Ultima 7, war eigentlich der Hauptgrund, warum ich mir diesen Rechner in der Konfiguration hier hingestellt habe, weil ich wollte einfach einen Rechner haben, der dieses Spiel, das einer meiner absoluten Lieblingsspiele ist, das musste abgedeckt werden. Und der DX33 486er hat einfach die perfekte Geschwindigkeit dafür. Also da sind sich eigentlich, soweit ich weiß, alle relativ einig. Es gibt zwar noch ein paar, die sagen, gut, 486, DX40, das ist auch noch gut und das unterschreibe ich auch, das ist auf jeden Fall auch noch in Ordnung. Aber DX266 ist zu schnell, da spielt ihr mit dem Mauszeiger dann fangen und fang den NPC. Und ja, alles unter 486, DX33 ist eigentlich dann einfach langsamer, als es sein muss. Also das hier ist schon eine tolle Geschwindigkeit für das Spiel. Ja, was gibt es über das Spiel zu wissen? Es ist eigentlich ein Rollenspiel. Es hat schon sehr komplex, eine riesengroße Welt. Die NPCs, die haben Tag-Nacht-Zyklus, so wie man das vielleicht von Gothic später hinaus kennt. Und ich meine, selbst Morrowind hatten die NPCs keinen Tag- und Nacht-Zyklus damals. Aber hier haben wir das schon. Dann haben wir eine sehr, sehr verzwickte und tiefe Story, die auch hier direkt phänomenal einsetzt. Und zwar ist hier ein Mord passiert, an dem wir, den wir aufklären müssen. Die beiden Personen hier, einer davon ist unser alter Freund Yolo, den wir schon aus früheren Teilen kennen. Und wir treten jetzt hier auch einfach mal gleich in Erscheinung. Musik ist Roland, Roland Sound. Ich klicke das jetzt nur mal hier schnell durch, weil ich würde gern mich frei bewegen können.
damit ich etwas die Geschwindigkeit zeigen kann. Jetzt hält uns noch der Bürgermeister auf und fordert uns auf, hier die Ermittlungen in diesem Mord zu übernehmen. Nein, den Tatort haben wir noch nicht durchsucht. Okay, jetzt können wir uns frei bewegen. Also das hier ist wirklich nicht schlecht. Man hat hier eine gute Geschwindigkeit in den Städten, wo es etwas langsamer läuft, wegen den vielen Gebäuden und Personen. Aber draußen in der Wildnis läuft es dann auch einfach nicht zu schnell. Das ist wirklich ein ganz tolles Mittelmaß. Und eigentlich der absolute Hauptgrund, warum ich diesen PC habe, ist eigentlich dieses Spiel. Ich habe eigentlich ja später noch gelernt, wie genial der ist mit den verschiedenen Geschwindigkeitsoptionen und wie viel der eigentlich abdecken kann. Also. Aber dazu mache ich auch nochmal speziellere Videos. Jo, das ist hier ist der Mord. Das ist der Tatort. Wie ihr seht, haben sie den da richtig rituell abgemurkst. Da liegt auch der verdächtige Schlüssel. Den kann man hier in sein Inventar einpacken. Das ist wirklich toll gemacht. Also wer das Spiel nicht kennt, also ganz große Empfehlung. Komplexe Charaktere. Man hat hier mehrere Freunde, die mit einem gehen und die sind auch richtig komplex. Die sagen, wenn sie eine Meinung haben, sagen sie die. So ähnlich wie in Baldur's Gate 2 dann. Geht schon in die Richtung. Und wir sind hier einfach im Jahr 1991, 92 kam das raus. Ah, jetzt hat. Schaut mal, dieses Flackern hier. Das ist der Grund, warum ich hier eine ISA-Grafikkarte drin habe und keine Weser Local Bus Grafikkarte. Obwohl der, ansonsten wäre ja eine schnellere Grafikkarte, ist ja normal immer was Schönes, ne? Aber dummerweise läuft bei Ultima 7 das Lampenflackern und auch die Spell-Effekte über den Takt der Grafikkarte. Und der ist eben bei einer Weser Local Bus Karte höher wie bei einer ISA-Karte. Also laufen die Zaubereffekte und Lichteffekte im Spiel dann einfach viel zu schnell. Interessanterweise laufen die NPCs über den Prozessortakt. Also wie gesagt, deswegen ja der DX33, weil der eben dafür genau richtig ist. Okay, ich glaube, das ist mal genug für Ultima jetzt. Hat. Also wir haben ja hier DOS drauf und noch Windows 3.11. Und das wollen wir uns im Rahmen dieses Videos natürlich jetzt auch mal kurz anschauen. Das Interessante ist, der PC ist sogar über Windows 3.11 im Netzwerk. Das zeige ich aber auch gleich noch was dazu. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier knapp 90 Hertz. Das müssen wir noch einstellen, dass die Kamera wieder gut ist. Okay. Tja, Windows 3.1 oder 3.11 war auch natürlich mein erstes Windows. Bestimmt einige von euch ist das so. Hier Solitär. Die erste Version von Solitär war natürlich in diesem Windows bei mir. Einfach cool. Ja, was haben wir hier noch? Ah ja, das Paint hieß damals noch Paintbrush. Gut, malen war nie meine Sache. Weder in der Schule noch sonst wo. Aber ein Bildschirm schwarz machen kann ich auch, ne? Was ich aber damals machte, in meiner Jugend, als ich die Computer hatte, war hier mit diesem Programm konnte man ja seine, also für die Schule habe ich damit schon geschrieben, Hausaufgaben und so weiter. Was auch cool war, nicht jeder Lehrer kannte damals wirklich mit Computer, kannte die sich alle nicht aus. Und wenn du Strafarbeit aufhattest, so 10-mal den gleichen Satz schreiben oder sowas, oder 20-mal, habe ich gesagt, ich mache es dann freiwillig 50-mal, ist okay, ne? Dann habe ich dir einfach Copy-Paste gemacht und der Lehrer dachte, ich habe es mit der Schreibmaschine geschrieben. Sowas hat also damals tatsächlich noch funktioniert. Ach, das ist doch auch geil. Media Rack. Schaut mal, das ist cool. Das Kassettendeck mit den alten Tönen. Geil, oder? Ja, gut, das Programm gehörte eben übrigens zur Soundkarte. Ah ja, Achtung, das hier ist nochmal was zum Netzwerk. Und zwar schaut mal diese kleine Hand da bei C. Dies bedeutet ja, dass das Laufwerk im Netzwerk freigegeben ist. Und, ja, das war auch ein bisschen tricky, aber das habe ich hinbekommen, dass alle Retro-Rechner, die man hier oben sieht, die sind alle miteinander im Microsoft-Netzwerk verbunden, im richtig alten Microsoft-Netzwerk. Dazu muss man bei Windows 3.11 auch manuell das TCP-IP-Protokoll sich aus dem Internet besorgen, was auch gar nicht so leicht zu finden war, wie ihr euch denken könnt.
Aber es hat dann letztendlich funktioniert und ich kann jetzt sogar mit dem Windows 11 Rechner die Dateien von dem Rechner da quasi verwalten, also holen, drauf kopieren, was auch immer. Okay, wir sind bald am Ende des Videos, aber eine Sache haben wir noch und das ist wirklich was ganz Tolles. Und zwar haben wir hier noch eine zweite Soundkarte drin und zwar ist es auch genau die Soundkarte, die ich auch als Jugendlicher überhaupt hatte. Ich hatte ja damals nicht drei Computer oder so, ich hatte einen Computer mit einer Soundkarte und das war eben diese Pro Audio 16, die wir jetzt aktivieren. Also es war nicht genau diese, die ich hatte, die ist in einem anderen Rechner drin, die habe ich noch. Das ist aber eine baugleiche, die in dem drin ist. Die Karte habe ich drin, aus dem einfachen Grund, zwar weil ich richtige OPL3 Musik haben möchte. Und ich zeige euch das mal kurz. Ich mache mal kurz den CPU-Cache wieder aus. Und zwar die Soundkarte, die Maestro, die klingt super gut mit Sprache und ist auch hat einen ganz tollen Klang. Ist auch SoundBlaster 16 oder zumindest Pro-kompatibel, was die Sprachqualität anbelangt. Aber die hat halt keinen OPL-Chip. Das heißt, sie hat ihren ganz eigenen SoundBlaster-Sound, wie man vorhin bei Wing Commander gehört hat. Also das klingt nicht richtig. Das ist nicht original Yamaha OPL SoundBlaster. Sound. Und das hier ist der Treiber für. Aber die hier, die MediaVision Pro Audio, die hat den OPL-Chip drauf. Und jetzt starten wir noch einmal kurz Wing Commander. Dann haben wir quasi hier dreimal... Oh, ach, schaut mal, was ich vergessen habe. Jetzt motzt mich auch noch Wing Commander an und sagt, es hat keinen Speicher. Und zwar, wir haben ja noch das REM hier. Wir müssen unser REM hier wieder wegmachen, dass der EMM wieder läuft. Klar. Okay, hier sind wir auch schon. Jetzt haben wir wieder genug Speicher. Und Wing Commander kann wieder glücklich sein. Nur noch kurz umstellen auf Creative Labs SoundBlaster. Also die Pro Audio 16, die ist wirklich geil. Wie gesagt, sie ist komplett SoundBlaster kompatibel, aber in neuere Spiele unterstützen sie dann auch direkt. Und dann hat sie ihren eigenen Klang und den gibt es auch leider nicht in der DOS-Box. Also Pro Audio Spectrum wird nicht emuliert. So, Achtung, das ist der Klang. Ich denke, so kennen es die meisten. Ne? Eigentlich richtigen Soundblaster-Klang, perfekte Geschwindigkeit. Vielleicht noch ein Satz zur Geschwindigkeit. Das Intro hier, das sieht ja noch mit voller Geschwindigkeit noch ganz schön aus. Aber glaubt mir, das Spiel, wer es nicht kennt, das Spiel, wenn man im Flieger sitzt, das ist einfach zu schnell. Okay, jetzt kommt noch das besondere Schmankerl am Schluss. Und zwar bei der Pro Audio Spectrum sind diese Musikstücke dabei. Die gehören auch wirklich zur Soundkarte, die sind da in diesem Track Blaster Pro von MediaVision. Geht jedes so 3-4 Minuten. Ich skip ein wenig vorwärts. Synthesizer. Einfach Synthesizer-Klänge. Ich weiß noch, die konnte ich stundenlang hören. Ich hatte auch mal eine ganze CD mit solchen Stücken drauf, die genau da mit dem Trackblaster gelaufen ist. Die habe ich mal leider nicht mehr, da waren hunderte Tracks drauf. Die ist mal verloren. Ich will auch diese Sounds, also vielleicht wenn das Video hier veröffentlicht wird, ist es vielleicht schon auf YouTube. Ich bin gerade dabei, diese Sounds zu capturen in besserer Qualität. Weil ich habe versucht zu googeln, also nichts davon ist bisher auf YouTube oder im Internet generell. Und wenn man sich die Karte kauft, die Treiber gibt's und da ist das dabei. Aber es hat irgendwie noch keiner hochgeladen. Dass man aus 4 Kanälen, also 4 Voices, einfach mal machen konnte, ne? So, das Letzte.
Okay, ich hoffe, das Flashback hat euch ein wenig gefallen. Joa, wir wären dann eigentlich auch soweit am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das alles mal wieder... Ich bin ja hier auch nicht so oft. Das alles mal wieder durchzugehen, mal wieder zu starten, das macht dann auch immer Spaß. Weil ich nicht genau weiß, wann komme ich das nächste Mal an diesen Computer, stelle ich jetzt alles wieder so ein, wie ich es gewohnt bin. Also ich ändere die Soundkarte wieder auf die Maestro und deaktiviere die Pro Audio wieder. Okay, das war jetzt Computer Nummer 2 nach dem 386er. Jetzt haben wir hier oben haben wir noch 5 weitere Computer, die ich in einem kurzen oder mittellangen Einzelvideo vorstellen möchte. Ja, wenn ihr daran interessiert seid, dann gerne abonnieren, Glocke anschalten, dann bekommt ihr mit, wenn etwas hochgeladen wird. Noch habe ich nämlich keine so richtig regelmäßige Zeit, wo ich Videos veröffentliche. Aber wahrscheinlich so immer gegen Wochenende. Okay, jetzt schalten wir alles aus. Monitor, Computer, dann bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Retro Cave.